Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin hier mit einem großartigen Video. Ich habe mich gefragt, ob Tuba Büyüküstün's Harper's Bazaar-Stil von hier aus zu einem Horrorfilm werden wird. Tuba Büyüküstün, die jedes Jahr an der von Harper's Spaces organisierten Werbekampagne Frau des Jahres teilnahm, spaltete ihre Fans mit ihrem Stil in zwei Teile. Es gab viele Debatten darüber, ob das Zirkuszelt schick oder kitschig sei. Hier sind die Details, Tuba Büyüküstüns großartiger Auftritt. Zuletzt hatten wir die Gelegenheit, die Olive Tree-Serie von Netflix anzusehen. Nach ihrer letzten Produktion wurde Tuba Büyüküstün mit ihren Social-Media-Beiträgen und Statements zu einem der Namen, die häufig auf der Tagesordnung der Zeitschriften standen. Der berühmte Schauspieler nahm heute Abend an der Harper's Market Veranstaltung teil. Tuba Büyüküstün Harper gewann bei dem von den Bases organisierten Abend die Auszeichnung als beste Spielerin des Jahres. Neben ihrem großen Erfolg hinterließ sie dem Abend auch mit ihrem Stil ihren Stempel. Die Fans des Zirkuszelts waren geteilter Meinung. Während einige von ihnen den Stil des berühmten Schauspielers mochten, fanden andere ihn schlampig. Hier präsentieren wir Ihnen die Kommentare der Fans von Tuba Büyüküstün. Seren verwandelte sich in Serengil. Das Magazin kommentiert morgen auf Bias TV. Es sieht aus, als käme es vom Set eines Horrorfilms. Tuba war noch nie schön. Ich dachte, sie wäre Zweite. Ich liebte alles an Nummer 10. Hat sie sich vor der Einladung mit einem Challa-Besen die Haare auspeitschen lassen? Sowohl das Kleid als auch die Frisur sind schrecklich. Es ist nicht stilvoll, es ist nicht der Stil, es ist nicht natürlich. Wer es sich zur Devise macht, natürlich zu sein, findet später den richtigen Weg. Und es kamen ein paar Kommentare wie dieser. Vielen Dank, dass Sie sich mein Video an